Wunderbar, dass wir heute wieder für ein neues Video zusammenkommen. In dem heutigen Video geht es um eine Gegenüberstellung, nämlich eine Gegenüberstellung von zwei absoluten Highlights aus unserem Falkenjagd-Titan-Portfolio. Ich stelle euch heute das Aristos R Speed Gravel dem Aristos R Gravel gegenüber. Ich soll euch also aufzeigen, wo sich beide Räder entweder gegeneinander abgrenzen, beziehungsweise auch, wie sie sich ergänzen in dem Portfolio aus unserer R-Serie. In einem zweiten Teil möchte ich euch etwas über unser Get Fast-Programm erzählen. Das ist unser Ausstattungspaket, welches wir ein Stück weit standardisiert haben, welche beide sowohl beim Gravel als auch beim Speed Gravel in der heutigen Präsentation Anwendung gefunden haben. Es geht also darum, dann auch die verwendeten Teile ein Stück weit euch näher zu bringen und euch auch zu erklären, weshalb wir uns für diese Bauteile entschieden haben. Hier vor uns steht nun das Aristos R Speed Gravel. Was heißt Speed Gravel? Ganz klar kommt in dem Wort natürlich auch die Bezeichnung Gravel vor, soll also zum Ausdruck bringen, dass dieses Rad auch für Offroad, für leichtes Offroad geeignet ist. Gleichzeitig aufgrund der Sitzposition, der Geometrie, kann dieses Rad auch den Schulterschluss zum Rennrad und zum Straßeneinsatz abbilden. Daher hier in der vorliegenden Ausstattung eben noch einmal um stärker die Positionierung dieses Rad gegenüber dem Aristos R Gravel abzugrenzen, eine Ausstattung mit Rennradbereifung. Im vorliegenden Fall wurden Rennradreifen in der Breite von 28 mm verwendet und ist eigentlich der Standard im Straßenbereich. Für den einen oder anderen unter euch, der sich vielleicht fragt, was ist denn der Unterschied zwischen einem Speed Gravel und einem Allroad? Das sind ja so Bezeichnungen, die ja immer wieder zur Anwendung kommen und die sich ja dann auch, ja, die eigentlich nicht ganz klar definiert sind in der Industrie und zum Teil von unterschiedlichen Firmen auch unterschiedlich eingesetzt und verwendet werden. Allroad bedeutet, wie der Name schon sagt, dass es eigentlich primär für befestigte Straßen ist, weniger eben für Gravel. Und Allroad hat natürlich auch einen sehr touren- und komfortorientierten Einsatz im Hintergrund. Das heißt, auch hier kommen breitere Reifen zum Einsatz, nicht zwingend für den Geländebereich, aber breiter, um eben noch mehr Komfort dem Fahrer zu spendieren. Das heißt, da ist in der Regel die Reifenbreite 30 mm, das Steuerrohr ist ein bisschen länger, der Fahrer sitzt etwas aufrechter, um eben das Rad auch langstreckentauglich zu machen. In Abgrenzung zum Allroad steht hingegen beim Speed Gravel, wie der Name schon sagt, die Geschwindigkeit im Vordergrund. Also die Anlehnung in der Geometrie an ein klassisches Rennrad. Das bedeutet sportliche Sitzposition, ein Stück weit, man sieht es hier auch schon, Sattelüberhöhung über den Lenker und eben der Fokus auf Straße und leichtem Gelände. Entsprechend ist dann eben auch hier die Reifenfreiheit so definiert, so ausgelegt, dass man hier beispielsweise auch den 35 mm G1 noch locker verbauen könnte. Also die Reifenfreiheit hier, wie auch vorne in der Gabel, wäre absolut ausreichend, da entsprechend breitere Reifen zu verwenden. Jetzt hier, wie gesagt, im vorliegenden Fall der Fokus in der Get Fast Version auf die Straßen, primär Straßenauslegung, um eben auch hier die Abgrenzung zum Aristos R Gravel noch ein Stück weit zu unterstreichen. Im Folgenden möchte ich nun auf die Unterscheidungsmerkmale der jeweiligen Rahmen- und Gabeloptionen eingehen, nämlich was die jeweiligen Modelle an Anbaumöglichkeiten zur Verfügung stellen. Beim Aristos R Speed Gravel haben wir uns hier ganz klar daraufhin fokussiert, dass der Rahmen maximal puristisch sein soll und reduziert sein soll. Das bedeutet, dass wir hier, wo es nur ging, auch auf Ösen verzichtet haben. Die Ösen, die dieser Rahmen aufweist, sind natürlich hier für die jeweiligen Flaschenhalter. Am Unterrohr haben wir keine weiteren Ösen vorgesehen. Hingegen haben wir noch Ösen am Hinterbau für die Aufnahme eines Gepäckträgers möglich gemacht. Der Gepäckträger, der hier zu diesem Modell, wie ich finde, am besten passt, ist natürlich unser eigener Gepäckträger, der Falkenjagd Titan Gepäckträger, nämlich der Gravel Light. In Abgrenzung zu dem Gravel Light und dem normalen Gravel Gepäckträger fehlt hier das weitere zweite Stockwerk, um die Taschen etwas tiefer zu hängen. Dadurch wird dieser Gepäckträger nochmal etwas leichter und eben auch nochmal puristischer. Und wie ich finde, passt er optisch auch hervorragend, ohne dass das Rad dann überfrachtet wirkt, hier hinten an den Hinterbau dran.
Das heißt, dieser Gepäckträger wird lediglich mit 3 Schrauben montiert. 2 befinden sich eben unten am Ausfallende und eine Schraube eben nicht sichtbar im Vergleich zu dem Aristos Air Gravel, was wir uns gleich anschauen werden, unter dem Steg. Das heißt, hier wird unterhalb des Steges die Abgrenzungsstütze verschraubt, sodass, wenn der Gepäckträger nicht montiert ist, man hier diese zusätzliche dritte Öse an der Oberseite kaum optisch wahrnimmt. Natürlich kann der Speed Gravel Rahmen auch einfach gefahren werden, also One-By, sprich nur mit einem Kettenblatt vorne. Dem Einsatz entsprechend geschuldet wird es wahrscheinlich bei den meisten unter euch eher Sinn machen, hier bei zweifach konventionell zu bleiben. Wir haben hier die Anbringung für den Umwerfer entsprechend angeschweißt. Warum haben wir das so gelöst? Eben, damit wir nicht mit einer Schelle arbeiten müssen. Die Schelle selber würde ja hier ums Sitzrohr kommen und würde theoretisch ein bisschen die Reifenfreiheit limitieren. Das heißt, wir müssten dann die Kettenstrebe etwas länger machen. Aber eben auch hier, um das Rad maximal auch dynamisch sportlich und maximal nah in eine Rennradgeometrie zu bringen, haben wir hier diese Aufnahme eben angeschweißt, etwas, was aber bei dem Aristos Air Gravel komplett fehlt. Das heißt, wir können auch hier die Kettenstreben mit 408 mm sehr, sehr kurz lassen. Am Hinterbau sind wir unserem Prinzip der durchgehenden Linien nicht treu geblieben. Wir hatten ja immer wieder die Diskussion im Vorfeld, ob wir nun diesen Versatz an der R-Serie nun beibehalten sollen oder nicht. Wir haben uns jetzt tatsächlich bei diesem Modell eben auch in Abgrenzung zum Aristos CX und dem bereits bestehenden Portfolio dafür entschieden, diesen Versatz aber umzusetzen. Der Versatz hätte den Hintergrund, den Hinterbau etwas dynamischer in puncto Aerodynamik zu machen, denn dadurch, dass wir die Streben nach unten ziehen, werden sie etwas kürzer und wenn sie kürzer sind, steht auch weniger Strebe im Wind und damit ist dem aerodynamischen Aspekt noch mehr Genüge getan worden. Bei dem Gravel haben wir auch selbiges Prinzip dann beibehalten, denn das ist etwas, was am Ende natürlich auch unsere R-Serie definieren wird, der Versatz der Kettenstreben. Ganz vorne am Rad, nämlich an der Gabel, haben wir natürlich auch 2 unterschiedliche Ansätze angewendet. Bei dem Speed Gravel ist natürlich die Einbauhöhe eine geringere. Wir haben hier eine Einbauhöhe von 398 mm. Wir sind hier ursprünglich bei 395 mm gewesen, ein bisschen höher gegangen, um eben auch die breiteren Reifen grundsätzlich hier vorne, also ich kann hier den ganzen Finger reinstecken, möglich zu machen. Die Gabel hingegen ist bei der Gravel-Ausstattung natürlich noch ein Stück weit auf Zusatznutzen auf Alltagstauglichkeit hin optimiert worden. Wir haben dort eben Ösen unten für die Montage von Schutzblechen, etwas, was hier bei der Speed Gravel Gabel nicht möglich ist. Darüber hinaus hat natürlich auch das Gravel die Möglichkeit, ein Nabendynamo zu montieren und auch das Kabel entsprechend innen entlang zu führen und oben vorne an den Scheinwerfer entsprechend wieder rauskommen zu lassen. Hier ist natürlich eine Lichtaufnahme grundsätzlich nicht vorgesehen und auch nicht möglich. Am Steuerrohr hingegen haben beide Rahmen einen sogenannten 1,5 Zoll Standard. Dies sowohl unten als auch oben am Steuerrohr. Hintergrund ist natürlich, dass in beiden Fällen, sowohl beim Gravel wie auch beim Speed Gravel, die Züge innen geführt werden sollen. Also komplett innen im Steuerrohr und im Rahmen schon beginnend vorne am Cockpit. Hier beim Speed Gravel gehen die Züge natürlich gleich direkt vorne am Vorbau rein. Das heißt, auch hier der Vorbau so ausgelegt, dass er die Züge aufnehmen kann und die Züge wieder rauskommen können. Das heißt, dieser Vorbau hat auf der Unterseite eine Bohrung, eben auch um die mechanischen Züge rauskommen zu lassen. Gleichzeitig geht die Form des Vorbaus fließend in einen FSA-Steuersatz über, ein Steuersatz eben, der auch diese Bohrungen hat, um die Züge durch den Steuersatz und durch einen speziellen Expander durchlaufen zu lassen. So, jetzt haben wir hier das Fahrrad schnell ausgetauscht. Vor uns nun das Aristos Air Gravel. Man sieht hier gleich, trotz der breiteren Reifen, wie viel Abstand hier noch zwischen Hinterbau und Sitzrohr vorhanden ist. Das hat natürlich die Funktion, den Bauraum auch hier zur Verfügung zu stellen, noch zusätzlich ein Schutzblech zu montieren. Das heißt, der gesamte Hinterbau natürlich wesentlich länger, wie beim Speed Gravel, eben auch um mehr Radstand zu bekommen, mehr Laufruhe, gerade mit höherem Gepäck und höherer Zuladung zu generieren, aber eben auch das Rad damit einhergehend ein Stück weit alltagstauglicher zu machen. Diese Alltagstauglichkeit, wie gesagt, kommt dann zum Einsatz durch
das Verwenden von Schutzblechen, wenn man möchte, und die Möglichkeit, über separate Ösen entsprechend auch einen Gepäckträger zu montieren. Das heißt, im Gegensatz zum Speed Gravel sind hier die Ösen außen angebracht. Das heißt, der Gepäckträger wird dann entsprechend mit zwei Stegen, mit zwei Abschutzstreben montiert und wird auch hier unten ganz normal zusammen mit den Schutzblechstreben an den unteren Ösen verbaut. Im Gegensatz zum Aristos CX haben wir hier ganz bewusst auf eine Ständeaufnahme verzichtet. Das Aristos CX hat ganz klar natürlich die Aufgabe, noch mehr Alltagstauglichkeit an den Mann zu bringen und auch noch ein bisschen komfortabler zu sein. Das Aristos R ist natürlich auch durch diese Rahmenform und Rohrverläufe ganz klar auf Antrieb und Steifigkeit ausgelegt. Auch hier anhand des Gravel Light Gepäckträgers ganz kurz nur eine optische Demonstration, wie es aussehen würde, wenn man hier noch einen Gepäckträger montieren würde. Wie ich finde, absolut harmonisch eben in der gesamten Umsetzung. Und um das Thema Bikepacking auch noch kurz anzusprechen, ich meine, es ist nicht zwingend erforderlich, immer auf einen Gepäckträger der Optik wegen zu verzichten, denn wir haben hier natürlich genug Bauraum, auch um noch Bikepacking-Taschen oben und gewisse Rollen unterzubringen, auch mit dem Gepäckträger, und haben natürlich hier kompletten freien Spielraum, um Flaschenhalter zu montieren und auch größere Flaschen eben mitnehmen zu können, die dann sozusagen nicht räumlich limitiert sind durch das Verwenden von Rahmentaschen, die hier dann den gesamten Bereich verschließen. Wie vorhin schon erwähnt, auch an dem Aristos Air Gravel der Versatz im Hinterbau. Auch hier wieder der Anspruch, ein bisschen leichter zu werden im Hinterbau, und natürlich der Anspruch, etwas aerodynamischer zu werden. Ich möchte dieses Rad aber nicht mit einem sogenannten Aero Gravel gleichsetzen. Bei einem Aero Gravel wären noch wesentlich mehr Elemente auf Aerodynamik und aerodynamische Position ausgelegt. Das ist sowohl auch der Fahrer, das ist hier bewusst hier nicht der Fall. Man sieht auch, dass die Überhöhung eine geringere ist. Und hier sollte auch noch ein Stück weit die Alltagstauglichkeit nicht zu kurz kommen, daher auch die Züge alle außen geführt, zumindest im Bereich Lenkerumvorbau. Das heißt, dieses Rad, so wie es jetzt hier in der Get Fast Version vor uns steht, hat, wie ich finde, den perfekten Kompromiss einer cleanen Optik auf der einen Seite, einer reduzierten Optik bei gleichzeitiger Maximierung von Wartungsfreiheit, Wartungsarmut und auch Alltagstauglichkeit. Hier an der Gabel sieht man das, was ich vorhin schon kurz angesprochen hatte, eben die Öse zur Montage eines Scheinwerfers. Das ist übrigens auch dieselbe Öse, an der dann oben ein Schutzblech montiert werden würde. Denn Gabel und Unterrohr bilden ja eine Einheit, eine optische und natürlich auch eine funktionale Einheit, sodass hier kein Bauraum da ist, an einer anderen Stelle das Schutzblech oben zu montieren. Das heißt, Scheinwerfer gegebenenfalls und Schutzblech verwenden hier dieselbe Öse. Das Ausfallende unten hingegen hat eine zusätzliche Nase bekommen. Diese Nase ist mit einem Gewinde, mit einer Gewindeöse versehen, um an diese entsprechend auch die Schutzbleche unten gut montieren zu können, ohne dass die Streben dabei in Konflikt kommen, wie beispielsweise hier am Bremssattel. Diese Streben gehen sozusagen am Bremssattel vorbei, dadurch, dass diese Öse maximal tief für das Schutzblech angesetzt ist. Auf der Innenseite sieht man dann natürlich hier auch die Bohrung, wo dann ein entsprechendes Stromkabel vom Dynamo herauskommen würde. Eine kurze Anekdote oder Anmerkung noch zur Lichtverlegung. Das, was ich mir auch überlegt habe, ist für diejenigen unter euch, die sowas umsetzen möchten, man könnte den Scheinwerfer auch, wie beispielsweise von Sohn, oben hängend am Lenker montieren. Das wäre insofern eine sehr elegante Lösung, weil das Kabel entweder bei dem voll integrierten Vorbau gleich vorne reingehen würde, beziehungsweise bei der Ausführung des Akkusteuersatzes könnte das Kabel vom Scheinwerfer hier reinkommen, würde sozusagen durch Steuerrohr gehen und würde auch durch den Gabelschaft gehen, nämlich an der Stelle, wo auch die Bremsleitung durchgeht. Und anstelle links abzubiegen, entsprechend hier zum
Ausgang des Bremssattels könnte man das Stromkabel rechts abbiegen lassen und würde dann ganz unten wieder rauskommen, wo der Dynamo sitzt. Das heißt, wenn man den Scheinwerfer vorne hängend montieren würde, würde man überhaupt gar kein zusätzliches Kabel außen sehen, würde hier verschwinden und ganz unten wieder rauskommen. Eine sehr, sehr elegante Lösung, wie ich finde, die auch dieses Zugführungskonzept erst möglich macht, hätte aber für den einen oder anderen zum Nachteil, dass wenn der Scheinwerfer oben montiert ist, also der Weg würde maximal gut ausgeleuchtet werden, hätte aber den Nachteil, dass man vorne am Lenker keine Lenkertasche mehr montieren kann. Eine letzte Anmerkung noch zum Hauptrahmen, bevor wir zu den Ausstattungspaketen übergehen. Bei der Aristos R-Serie, wie ihr wahrscheinlich schon bemerkt habt, ist das Oberrohr tendenziell ein bisschen waagrechter ausgeführt im Vergleich zu einem Aristos CX oder eben auch dem Aristos Trail, wo ja generell sogenannte Slooping-Oberrohre, sprich abfallende Oberrohre, verwendet wurden. Auch hier wieder das gerade Oberrohr natürlich jetzt rein technisch vor dem Hintergrund, dass der Rahmen maximal aerodynamisch sein soll und natürlich ist es für jeden wahrscheinlich gleich einleuchtend, wenn man quasi nur einen Querschnitt hat in Form eines Kreises, dann ist dieser geringer, als wenn das Oberrohr abfallen würde, woraus eben aus dem Querschnitt von vorne betrachtet eine Art Ellipse entstehen würde. Insofern auch hier wieder der Fokus auf Aerodynamik. In Bezug aber auf Gravel und Bikepacking hat es natürlich den Vorteil, dass generell das obere, das vordere Rahmendreieck ein bisschen größer wird und hier auch dann trotzdem noch kleinere Bikepacking-Taschen, die vielleicht nur den halben Rahmen in Anspruch nehmen, verwendet werden können, ohne dass es unmittelbare negative Implikationen auf die Unterbringung der Flaschen und der Zugänglichkeit der Flaschen hätte. Gut, zu den Rahmen genug gesagt. Hierzu gibt es ja auch eigene Videos. Jetzt zu den Get-Fast-Paketen. Die Get-Fast-Pakete, kurz vorab, sind Pakete, die wir uns überlegt haben, um dem Kunden ein maximal gutes Preis-Leistungs-Verhältnis auf der einen Seite zu geben, aber auch zu berücksichtigen, dass wir dem Kunden ein, ja, ich formuliere es mal so, ein All-You-Can-Eat-Paket übergeben. All-You-Can-Eat-Paket soll bedeuten, dass sie ganz bewusst ganz oben in die Schublade gegriffen haben, er also von allen Bauteilen das Beste bekommt und darüber hinaus auch sehr gut durchdacht ist für den jeweiligen Einsatzbereich. Jetzt hier im vorliegenden Fall, beginnend bei den Laufrädern, haben wir uns für den Levante-Laufradsatz entschieden. Der Levante-Laufradsatz ist noch ein bisschen leichter wie der Schamal-Laufradsatz, baut aber nicht so hoch. Das heißt, die Bauhöhe beträgt hier lediglich 25 mm, beim Schamal sind es 30, 35 mm. Dafür ist hier die Maulweite wesentlich höher. Die Maulweite beträgt hier 25 mm, beim Schamal hingegen nur 21 mm. Aber eben dadurch, dass das Aristos R Gravel als reines Gravelrad ausgestattet sein soll, entsprechend mit breiteren Reifen, deswegen auch hier in Abgrenzung zu dem Speed Gravel nur die Anbringungsmöglichkeit eines Einfachantriebes, ist es nur logisch und konsequent, hier auch grundsätzlich breitere Reifen zu verwenden. Breitere Reifen bedeutet hier im vorliegenden Fall beim Levante auf alle Fälle mindestens 37, 38 mm, also 40 und aufwärts. Hier im vorliegenden Fall haben wir einen Schwalbe G1 in der Breite 40 verwendet, sodass auch hier die Reifenbreite noch einigermaßen schnell und flexibel und dynamisch auch auf befestigten Straßen zum Einsatz kommt. Des Weiteren möchte ich hier nochmal auf die Schaltgruppe eingehen. Bei dem Get-Fast-Modell kann eben nur eine Einfachgruppe verwendet werden und bei uns kommt hier ausschließlich die Campagnolo EK, eine 1x13 Schaltgruppe zum Einsatz. Das ist eine Gruppe, die sowohl eine sehr, sehr große Bandbreite aufweist, in Kombination mit kleinen, feinen Abstufungen in den kleineren Ritzeln, in den schnelleren Gängen, aber durch große Sprünge hinten raus dennoch auch eine gewisse Touren- und Bergtauglichkeit noch zur Verfügung stellt. Wichtig war es für mich darüber hinaus, vorne am Cockpit, weil das Cockpit im permanenten Sichtbereich des Fahrers ist, hier einen Titanvorbau zu verwenden. Der Titanvorbau ist logischerweise dann die flüssige Fortsetzung der Optik vom Oberrohr weiter zum Lenker. Und da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Bei dem Speed Gravel haben wir den komplett integrierten Vorbau, den ich euch dann gleich zeigen werde, verwendet. Hier hingegen haben wir unseren Vorbau verwendet, der drehbar ist.
der sozusagen von minus 7 Grad auf plus 7 Grad gedreht werden kann. Das ist das, was ich vorhin meinte, als ich gesagt habe, diese Ausführung bringt ein Stück weit mehr Alltagstauglichkeit mit. Denn man hat hier die Möglichkeit, die Höhe des Cockpits situationsbedingt eben auch anzupassen. Das heißt, für diejenigen unter euch, die das Rad gerne auch zum Pendeln nehmen, die würden dann wahrscheinlich den Vorbau negativ montieren, so wie es im vorliegenden Fall ist, gegebenenfalls sogar ein Stockwerk runtersetzen und den Spacer oben anbringen, um noch sportlicher auf diesem Rad zu sitzen. Dadurch, dass die Einbauhöhe der vorderen Gabel ohnehin höher ist, ist das Cockpit eh ein Stück weit wesentlich ausnivellierter im Verhältnis zum Speed Gravel. So, wenn man sich jetzt nun vorstellt, Vorbau positiv gedreht, dann wäre man hier fast auf einer Höhe mit dem Sattel. Der Vorbau, der hier zum Einsatz gekommen ist, ein neuer Vorbau in unserem Portfolio. Das ist ein sogenannter Casting-Vorbau, der in einer Mold, in einer Form hergestellt wird. Wenn ihr den von innen anschaut, dann werdet ihr sehen, dass der quasi ja, komplett ausgefräst ist und daher auch maximal leicht ist. Der Unterschied zu dem bisherigen Vorbau ist eben der, dass dieses Leichtgewicht natürlich auch ein bisschen mehr Flex mit sich bringt und der Vorbau weniger steif ist, aber dafür eben etwas weicher im Komfort, denn er lässt sich hier natürlich ein bisschen verdrehen, was den Komfortanspruch und auch das Komfortgefühl im Lenker entsprechend erhöht. Der Vorbau selber hat eine Kappe, die aus einem Stück besteht. Wir haben sie etwas filigraner gemacht, um sie leichter zu machen. Aber dieses eine Stück aus einem Stück bestehen war mir insofern wichtig. Das ist bei unseren Aluminiumvorbauten, bei unseren eigenen Rennstallvorbauten genauso umgesetzt worden, dass man eben die Druckverteilung auf den Lenker durch einen Verbindungssteg zwischen den beiden Querstreben, sowohl oben wie auch unten, vom Druck her wesentlich besser verteilen und ausgleichen kann. Das schont den Lenker. Das Drehen des Vorbaus ist deswegen möglich, weil bis zum Steuerrohr die Leitungen außen geführt sind. Dadurch, dass die Leitungen außen geführt sind, tangieren sie nicht den Vorbau und sie tangieren vor allem auch nicht die Spacer. Das heißt, die Spacer lassen sich auch noch nachträglich entnehmen. Im vorliegenden Fall sind die Leitungen also vom Lenker. Der Lenker hat auch innen liegend Führungen. Durch diese Führung kann die Bremsleitung sowie auch die Schaltleitung geführt werden, werden hier innen intern geführt, kommen sozusagen hier unmittelbar am Lenkerband raus und laufen dann de facto sichtbar nur noch über ein sehr, sehr kurzes Stück außen. Eigentlich optisch vertretbar und eigentlich der Zusatznutzen eben in Form von Wartungsfreundlichkeit und Alltagstauglichkeit. Man kann nämlich entsprechend wesentlich leichter das Rad auch im Auto mal mitnehmen. Man kann den Lenker verdrehen, man kann den Vorbau entnehmen, um eben Platz zu schaffen. Das sind alles Sachen, die bei einem voll integrierten Vorbau wesentlich komplexer und schwieriger sind in der Umsetzung. Und in Kombination mit einem Lenker, sowie den Parapera Speed Gravel Carbon Lenker, wo die Züge innen im Lenker geführt werden, meine ich, ist das eine Umsetzung, die die goldene Mitte trifft, die alle Aspekte von optischer Cleanheit bis hin zur Alltagstauglichkeit und Wartungsarmut eigentlich perfekt umsetzt. Das ist besonders wichtig bei einem Gravel-Fahrrad. Ein sehr beliebtes und wirklich auch besonderes Highlight in unserem Produktportfolio von Parapera angefangen über Rennstall zur Falkenjagd ist unser Parapera Carbon Speed Gravel Lenker. Warum ist dem so? Punkt 1, den gibt es in unterschiedlichen Breiten, sodass hier auch jegliche Körperergonomie Rechnung getragen werden kann. Den gibt es in den Breiten 400 mm, 420, 440 und 460 mm. In vier Breiten also. In der Get-Fast-Ausführung wird je nach steigender Größe dann auch entsprechend ein immer breiterer Lenker verwendet. Ein breiterer Lenker wird deswegen benötigt, weil ein größerer Fahrer ja tendenziell auch längere Arme hat und die längeren Arme beim nach vorne greifen und durch die breiteren Schultern auch bedingt, die längeren Arme ja auch immer weiter nach außen fluchten. Das heißt, die kleinere Größe, die S-Größe, hat serienmäßig einen 400er Lenker und die XL, XXL-Größe dann serienmäßig schon in der Get-Fast-Ausführung die 460 mm Lenkerbreite. Was macht aber diesen Lenker jetzt nun so einzigartig? Das sind Attribute, die uns eben dazu auch bewogen haben, einen eigenen Carbonlenker auf den Markt zu bringen. Das, was für uns wichtig war, war eben die Tatsache, neben den unterschiedlichen Breiten, dass der Lenker nochmal eine zusätzliche Erhöhung aufweist. Man spricht hier von einem Rise. Die zusätzliche Erhöhung beträgt hier 15 mm, sodass auch hier aus optischer Sicht noch nicht wirklich von einem
sehr tourenorientierten Lenker die Rede sein kann. Was auch sehr wichtig war, dass der Lenker an der Kurve seitlich mehr oder weniger im 90-Grad-Winkel nach vorne stößt. Insofern ist hier auch die Option gegeben, beim Greifen, gerade im Gelände, sehr weit nach außen zu gehen, auch bei schmäleren Lenkern, und damit nicht unnötig die gesamte Lenkerbreite zu vergrößern. Das heißt, bei anderen Herstellern, um diese Griffposition einnehmen zu können, muss von Haus aus der nächstbreitere Lenker gewählt werden, weil die Kurven wesentlich großzügiger gewählt sind. So wie wir uns dafür entschieden haben, unseren eigenen Parapera-Lenker bei allen Get-Fast-Modellen zum Einsatz zu bringen, haben wir uns auch entsprechend überlegt, hinten an der Sattelstütze die eigene Carbon-Sattelstütze zu verwenden. Natürlich war auch die Frage, wäre nicht besser die Titanstütze zum Einsatz gekommen, auch immer wieder im Vordergrund unserer Diskussionen gestanden. Wir haben uns hier letztendlich dann doch für die Carbonstütze entschieden, weil sie a. leichter ist, b. optisch natürlich sehr gut auch zum Lenker passt und eben c. auch, man sieht es hier an der Verjüngung, denselben Anspruch erfüllen soll wie der Lenker, nämlich komfortorientierte Langstreckentauglichkeit. Und durch diese Verjüngung hier gibt es hier automatisch einen gewissen Flex, der dem Fahrer eben auch diese feinen Vibrationen nicht spüren lässt. Darüber hinaus ist diese Sattelstütze auch Bikepacking geeignet. Die Zuladekapazität von der Sattelstütze beträgt 110 Kilo der Fahrer plus nochmal 8 Kilo die Bikepacking-Tasche. Schauen wir uns im Folgenden nun die Get-Fast-Ausstattung beim Speed Gravel an. Auch das Speed Gravel hat dieselbe leichte Carbon-Sattelstütze wie unser Gravel bekommen. Ich habe sie hier noch einmal im ausgebauten Zustand. Worauf ich hinweisen möchte, was man sehr schön auch sieht, ist, dass dieser Verlängerungssteg hier bei diesem Typus Sattelstütze dringend immer nach vorne zeigen muss. Die Sattelstütze ist so konzipiert, darf niemals nach hinten zeigen. Bei vielen anderen Stützenherstellern zeigt dies nach hinten. Die Stütze ist deswegen so ausgelegt, damit der Fahrer eben noch weiter nach vorne kommt und noch mehr eine zentrale Sitzposition über den Tretlager einnehmen kann. Auch das soll neben dem Sitzwinkel die Fahrdynamik des Fahrers und auch dieses Paketes erhöhen. Darüber hinaus auch darauf zu achten, dass der Kraftfluss sozusagen immer geschlossen ist. Im vorliegenden Fall soll heißen, dass die Stege, die Nasen von diesen Querbalken immer nach innen zeigen. Auch hier wieder, damit sie natürlich entsprechend gegen die Abstützbrücke unten drücken. Bei vielen anderen Herstellern muss es genau umgekehrt sein. Das ist, wie gesagt, besonders an unserer Sattelstütze und wenn man mal den Sattel tauscht, eben darauf zu achten. Darüber hinaus hat die Stütze auch hinten so einen kleinen Steg. Dieser Steg verhindert, dass dieser Bolzen zu weit nach vorne rutscht aufgrund des Winkels. Und auch dieser Steg muss immer hinten sein, sodass diese Schraube, die hintere Schraube, niemals in Kontakt kommt mit der Abstützbrücke oder der Carbonstütze an sich. Diese Stütze, wie gesagt, auch hier im Einsatz beim Speed Gravel. Die Cockpit-Einheit vorne am Speed Gravel hat gleich mehrere Unterscheidungsmerkmale im Aufbau. Zum einen der Lenker. Der Lenker hier zum Einsatz gekommen, der Lenker von Synthes, der CDR, eher ein klassischer Rennradlenker, aber dennoch noch ein sehr ergonomischer Lenker, denn er weist hier sozusagen einen kleinen Rückversatz auf, was eben auch den Fahrer noch in eine kompaktere Sitzposition bringt. Zum anderen ist auch hier der Drop relativ gering gehalten für einen Rennradlenker. Aber das, was ich an diesem Rennradlenker besonders mag, ist, dass er hier vorne in der Griffposition gerade ist, keine Kurve hat und dadurch auch eine sehr gute Abstützung in der Untergriffposition gerade vorne möglich ist. Die Bauform des Lenkers lässt es daher zu, dass aus dieser Untergriffposition sehr gut beide Schalthebel wie auch der Bremshebel gegriffen werden können. Mit dem Daumen kann eben runtergeschalten werden und hier kann entsprechend mit dem Zeigefinger aus dieser Untergriffposition perfekt in die andere Richtung geschaltet werden. Dieser Lenker, wie gesagt, ein Rennradlenker ohne Flair, ein bisschen kürzer gebaut, wie eben der etwas länger gezogene Gravel-Lenker unten heraus und für mich die perfekte Wahl eines Speed-Gravel-Bikes, sprich ein Rad, das sowohl auf der Straße zum Einsatz kommen soll, wie eben auch im leichten Gelände. Darüber hinaus natürlich auch die Frage, wie soll die Leitung, die Züge geführt werden und welcher Kompromiss damit einhergehen mit Alltagstauglichkeit soll bewusst in Kauf genommen werden oder nicht in Kauf genommen werden.
Um dem Charakter dieses Rades Rechnung zu tragen, haben wir uns dafür entschieden, in der Get-Fast-Variante trotz Einbußen in der Flexibilität beim Umbau hier den sogenannten 3D-integrierten Vorbau zu verwenden. Ich habe ihn hier auch mal im ausgebauten Zustand. Man sieht hier sehr schön, dieser Vorbau ist nicht symmetrisch, lässt sich also von Haus aus nicht drehen. Etwas, was alle unsere anderen Titanvorbauten und auch Alu-Vorbauten auszeichnet. Das ist deswegen nicht gewünscht und auch nicht möglich, weil ja die Züge, die ja entweder hier vorne reinkommen, dann auch weiter im Vorbau durchlaufen und dann entsprechend auf der Unterseite hier quasi rauskommen, einer zusätzlichen Bohrung, eines zusätzlichen Ausschnittes, den alle anderen Vorbauten nicht haben. Und insofern ist auch für jeden verständlich, warum er sich nicht drehen lässt, denn sonst wird es ja einerseits hier reinregnen, böse formuliert, zum anderen ist auf der Oberseite das gar nicht vorgesehen, dass da Züge rauskommen sollen. Durch diese Öffnung kommen sozusagen die Züge raus und gehen fließend hier in diesen etwas auch länger gezogenen Steuersatz und auch in die dafür passenden Spacer über. Insofern sind bei dieser Ausführung die Zugverlegungen noch aufgeräumter, noch cleaner, wenn man so möchte, denn man sieht die Züge nur noch in diesem ganz, ganz kurzen Bereich, wo sie aus dem Lenkerband rauskommen und direkt vorne verschwinden. Das heißt, diese gesamte zusätzliche außengeführte Zugverlegung unterm Vorbau entfällt hier vollends. Und in puncto Reduzierung aufs Wesentliche, optisch gesehen, ist diese Kombination natürlich durch nichts zu übertreffen. Ein paar abschließende Worte, bevor ich zur Laufradsatz- und Schaltgruppe komme. Der Vorbau, das ist dem einen oder anderen Kunden, wie ich immer wieder gemerkt habe, sehr wichtig gewesen, beinhaltet hier serienmäßig schon die Titankappe. Das ist ja ein Feature gewesen, was bis dato ja ausschließlich der Axios 64 Vorbau, der aus einem Stück als Alleinstellungsmerkmal innehatte, auch diese Kappe hier nun bei dem 3D-Vorbau für die integrierten Leitungen. Darüber hinaus haben wir uns entschieden, dem Rad von vornherein auch einen Titan-Flaschenhalter zu spendieren, weil, wie ich meine, gerade im Rennrad oder eben auch im sportiveren Einsatz das Mitführen einer Flasche unumgänglich ist. Insofern auch hier serienmäßig bereits enthalten unser Titan-Flaschenhalter. Hinten an der Schelle selber haben wir nicht die Titan-Schelle verwendet, auch hier wieder quasi der Optik und auch der Argumentation der Carbonstütze folgend eine Carbon-Schelle hier zum Fixieren der Sattelhöhe. Auch diese hier ist bereits serienmäßig im Get-Fast-Umfang enthalten. Die Laufräder, die hier zum Einsatz gekommen sind, sind Laufräder, die wir in Kooperation wieder mit Tune auf die Beine gestellt haben. Es kommt eine Prinz- und Prinzessin-Arbe zum Einsatz, hier auch mit Keramiklagern in Kombination mit einer sehr, sehr leichten Carbonfelge von Parapera. Eine Felge, die eine Bauhöhe von 30 mm aufweist, also quasi noch nicht zu wuchtig ist auf der einen Seite und eben doch ein bisschen Aerodynamik schon noch mit sich führt. Auf der anderen Seite ist die Maulweite mit 19 mm eher gering gehalten, um hier sozusagen die Baubreite der Felge zu optimieren auf Reifen, in der Breite so um die 28, 30 mm bis 35 mm Maximum. Wir haben hier einen Laufradsatz, der knapp 1300 Gramm wiegt und wie ich finde für diesen Einsatzbereich wirklich ein sehr, sehr guter, sehr schneller, sehr steifer Laufradsatz ist. Eingespeicht wird dieser Laufradsatz mit SAPIM CX-Ray-Speichen, das sind also geschmiedete Edelstahlspeichen in Kombination mit Aluminiumnippeln. Das Besondere an diesem Rad ist, so finde ich es zumindest, dass hier eine mechanische Schaltgruppe verbaut werden kann. Die meisten Hersteller bei solchen Rahmenkonzepten greifen ja auf elektronische Schaltungen zurück. Ein Stück wird vielleicht auch naheliegend, um diesen Benchmark-Charakter zu unterstreichen. Aber das Thema Gravel, Speed Gravel, hat für mich auch ein Stück weit was mit Freiheit zu tun. Und Freiheit bedeutet Unabhängigkeit und damit eigentlich auch Unabhängigkeit vom Strom. Das heißt, das Speed Gravel in der Get-Fast-Variante hat eine mechanische Schaltung verbaut und etwas, was ja, wie gesagt, für viele schwer ist in der Umsetzung, auch aufgrund Kurvenführung oder engen Kurvenführung bei integrierten Vorbauten, Lenker, Steuersatzeinheiten. Durch dieses Vierkantprofil im Vorbau haben wir aber so viel Bauraum geschaffen, dass wir hier auch Radien umsetzen konnten, die
vernünftige Schaltvorgänge auch mechanisch zulassen. Der Rahmen quasi, wie vorhin schon erwähnt, schon mit einer Umwerferöse versehen, daher nur konsequent das Rad mit einer 2x12 Schaltung aufzubauen, im vorliegenden Fall eine Campagnolo Rekordgruppe. Das ist, wie ich finde, die Gruppe mit dem besten, wenn man so möchte, Preis-Leistungs-Verhältnis, denn sie weist alle Features mehr oder weniger auf, die die teurere Super Rekord auch hat. Im Detail ist sie natürlich etwas schwerer gebaut, beispielsweise Stahlwelle an der Kurbel statt der Titanwelle bei der Super Rekord. Andererseits Schaltpräzision, Bremssättel, Kassette ist von der Qualität hier nicht wirklich einer Super Rekord unterlegen. Insofern hier auch das Rad eher auf den sportiveren Einsatz durch die Wahl einer Zweifachgruppe in Kombination, aber hinten mit einer sehr großen und breit angelegten Kassette. Wir haben hier eine 1134 Kassette, sodass wir auch im kleinsten Gang, wir haben vorne eine Kompaktabstufung, das heißt 34 zu 50 Zähnen, 34 sozusagen das kleinere Kettenblatt, 50 Zähne das große Kettenblatt, dass wir hier im kleinsten Gang eine 1 zu 1 Übersetzung haben, 34 Zähne vorne zu 34 Zähne als größtes Ritzel an der Kassette hinten. Diese 1 zu 1 Übersetzung lässt uns natürlich dann auch die Freiheit, mal ja, Alpenpässe etc., eine Alpenüberquerung in dieser Abstufung auch durchzuführen. Ja, so Vergleichsvideos dauern immer sehr, sehr lange und sind sehr informationsintensiv. Also die unter euch, die jetzt noch dran geblieben sind, die möchte ich jetzt mit einem kurzen Fazit aus meiner Perspektive ja noch versuchen, denen ein rundes Bild mitzugeben. Zum ersten Aspekt, dem Get-Fast-Modell. Get-Fast bedeutet nicht nur, eben ein schnelles Rad zu bekommen, indem man ganz gezielt aus unserer Erfahrung heraus die Kundenbedürfnisse umgesetzt hat, was eben Komfort und eben auch Gewichtsansprüche anbelangt, sondern eben das Rad auch schneller zu erhalten. Schneller deswegen, weil durch diese vorkonfigurierten Modelle wir gleich gewisse Batches, gewisse Serien in einem durchlaufen lassen können. Ihr müsst euch vorstellen, so eine Serie, je nachdem ob Rennstahl, da ist eine Serie immer aus 100 Rädern bestehend, oder Titan, da sind jede Serie aus 50 Rädern bestehend, ist es natürlich wesentlich schneller und einfacher in der Umsetzung, 50 Räder, 50 gleiche Räder aufzubauen. Die Ursache hatte natürlich auch ein Stück weit dieses Jahr und auch schon letztes Jahr diese fragilen Lieferketten zum einen und natürlich auch durch eine gewisse Standardisierung den Einkauf leichter zu machen und mit einem standardisierten Aufbau natürlich auch dieser immensen Inflation entgegenzuwirken. Denn wo auch immer man Effizienzen umsetzen kann und man als Hersteller in der Lage ist, diese dem Käufer zu geben, dadurch entsteht ja auch automatisch ein gewisser Wettbewerbsvorteil. Und diesen Wettbewerbsvorteil, den möchten wir uns natürlich durch so eine Get-Fast-Variante auch zunutze machen und natürlich auch, um eine gewisse Stückzahl in gewissen Preisregionen auch abbilden zu können, ohne dass man sich dann quasi wie bei dieser R-Serie von vornherein aus dem Markt katapultiert durch eben entsprechend hohe Preise basierend auf Kostenstrukturen. Also das waren die Hintergründe eben zum Get-Fast. Schnelle Verfügbarkeit, gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, ausgeklügelte und wohldurchdachte Komponenten. Die Lieferfähigkeit eines Get-Fast-Modells dauert in der Regel zwischen 4 und 8 Wochen. In manchen Fällen haben wir sie sogar sofort ausliefern können, in manchen Fällen leider nach 8 Wochen immer noch nicht ausgeliefert. In diesen seltenen Fällen tut es mir sehr leid. Meistens waren hier die Gründe dafür, dass das Rad dann aufgrund der Nachfrage schon vergriffen war und erst zu einem wesentlich späteren Zeitpunkt wieder im Aufbau stand. Und für all diejenigen unter euch, die jetzt immer noch am Ball sind, letzter kurzer Abschnitt und letztes Fazit zu diesen beiden Rädern. Also ich persönlich fahre ja beim Gravel des Aristos R Gravel. Ich habe es ein bisschen anders ausgestattet mit dem integrierten Vorbau, weil ich ja meine Sitzhöhe kenne. Ich denke aber, die Flexibilität dieses drehbaren Vorbaus in Kombination mit diesen außenliegenden Zügen ist genau das Richtige für denjenigen unter euch, der ein bisschen mehr eben Flexibilität für unterschiedliche Einsatzbereiche haben möchte, der genau weiß, dass er das Rad zu 80% im Gelände verwendet, 20% vielleicht auf der Straße, der auch die Option haben möchte, Schutzbleche und Gepäckträger separat nachzurüsten und wieder zu demontieren. Und für all diejenigen ist das das perfekte Rad. Ich selber, wie gesagt, fahre es auch mit nur einem Gepäckträger montiert. Für diejenigen unter euch, die genau ihre Sitzposition kennen, die den Vorbau weder in der Länge noch
der Höhe nach einstellen müssen. Für diejenigen kann natürlich das Speed Gravel die richtige Option sein. Sie werden belohnt mit einer absoluten Integration von Zügen und Leitungen. Die sind in der Regel eher unterwegs, ich würde mal sagen, zu 70-80% auf befestigten Wegen und lediglich zu 20-30% im leichten Gelände. Für diejenigen ist ganz klar das Speed Gravel die richtige Wahl, werden belohnt durch eine etwas größere Bandbreite bei der Kettenschaltung, durch einen Zweifachantrieb eben auch optional, durch die Verwendung eines Gepäckträgers und sind halt in der Reifenbreite eher so zwischen 30 und 35 mm unterwegs. Ich selber fahre auch ein Speed Gravel, aber hier das klassische Rennstall 991 Speed Gravel. Also insofern kann ich diese Kategorie Räder sehr, sehr gut leiden. Für diejenigen unter euch, die noch mehr Alltagstauglichkeit sich wünschen, wie hier an dem Air Gravel, für die empfehle ich ganz klar das Aristos CX. Auch hier nichts Oldschool, sondern maximal auf Alltag ausgelegt durch das Vorhandensein einer Ständeaufnahme, was bewusst bei diesen beiden Rädern nicht gegeben ist. Auch hier die Option Schutzbleche, Gepäckträger, auch Ösen an der Gabel durch das Verbauen eines Lowriders noch zusätzlich Beladung auf längeren Reisen umzusetzen, schon serienmäßig vorgesehen und natürlich auch die komplett außengelegten Züge am Rahmen, sodass hier noch leichterer Zugang zu Zügen möglich ist und Austausch von Schaltzügen, gerade auf längeren Reisen bei Bedarf. Und somit hat auch das Aristos CX ganz klar seine Stellung im Portfolio. Das Trail Gravel für diejenigen dann als letztes Rad noch in Abgrenzung zu all diesen Rädern eben vor dem Aspekt, vor dem Hintergrund noch mehr MTB-Geländetauglichkeit in der Umsetzung zu erfahren. Und da sind dann Reifen zwischen 45 und 50 mm möglich. Somit auch hier ganz klar der Aspekt 80-100% Gelände und kaum Asphalt. Ich hoffe, ich konnte euch neben den Ausstattungspaketen auch die Abgrenzung der unterschiedlichen Modelle in unserem Portfolio näher bringen. Wenn ihr Fragen habt, wendet euch gerne jederzeit vertrauensvoll an uns. So, jetzt haben wir es aber geschafft. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bleibt gesund, viel Spaß beim Radfahren und bis zum nächsten Mal. Bis dahin, alles Gute.